Hi Leute, vielen Dank fürs Reinschalten. Das ist eine Special Parkcheck-Serie hier auf meinem Kanal. Und zwar werden wir die nächsten Wochen zusammen Skateparks in Kalifornien und die Westküste von den USA zusammen anschauen, abchecken. Und ja, jetzt gleich hier vorne ab, wenn ihr mit dabei sein wollt, lasst ein Abonnement hier, subscriben und die Glocke anmachen, damit ihr auch sofort informiert werdet, wenn neue Videos kommen. Wir haben 5 Skateparks auf dem Programm. Wir sind einmal in Santa Cruz oder besser gesagt in Watsonville. Neben Santa Cruz ist ein Skatepark, den wir angeschaut haben. Wir haben den Skatepark auch direkt in Santa Cruz angeschaut mit einer Fullpipe. Mega krass. Haben den Weg dann nach Norden gemacht in San Francisco. Einen ziemlich bekannten Park angeschaut. Und dann noch weiter nach Norden in Eugene, Oregon. Und dann noch der letzte Skatepark auf der Liste in Portland. Und zwar der bekannte Burnside Skatepark in Portland. Also schaltet rein, lasst ein Abo und ein Abo da und wir schauen uns jetzt den ersten Skatepark an. Wir sind in Kalifornien! Wir sind in Kalifornien, checken ein paar Skateparks ab. Und der erste Skatepark, der Park, den wir heute anschauen, ist Ramsey Skatepark und befindet sich in Watsonville, Kalifornien. Did I pronounce it correct? Yeah. Watsonville? Watsonville befindet sich ca. 20 Fahrminuten weg von San Francisco und ich muss gleich vorweg sagen, wenn ich hier in der Region leben würde, wäre das der Skatepark, wo ich immer skaten gehe. Also ich finde, der Skatepark ist mega geil, hat alles zu bieten, Street, Bowl, Transitions, es ist alles dabei. Kurz zur Anlage selber, man kann direkt am Skatepark parken, was sehr typisch ist für die Amerikaner, die fahren alles mit dem Auto. Man hat auch eine öffentliche Toilette nebenan. Der Skatepark ist nicht beleuchtet. Das liegt aber auch daran, dass die Öffnungszeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang sind. Das ist ganz häufig so bei den Amerikanern. Aber nichtsdestotrotz eine schöne Anlage. Man hat nebenan auch hier so einen schönen Wasserspender und es ist ein öffentlicher Park, wo auch andere Möglichkeiten hier geboten sind. Also sehr typisch amerikanisch. Zum Skatepark selber, er ist relativ groß. Er hat einiges zu bieten. Man hat Flatrails, man hat Curbs, Ledges, Stufen verschiedene Höhen, man hat 2 lange Stufen, man hat ein großes Set mit Hoverledges, Handrails dran, man hat Blöcke, wunderschöne Banks, alle Arten von Transitions, Mandy Pads, es ist wirklich alles an dem Skatepark geboten. Der Boden, die Verarbeitung ist top. Das einzige Riesenmanko, was mir aufgefallen ist, alle Rails sind sticky wie Sau. Ich habe versucht, so viel Wachs wie möglich drauf zu hauen. Und entweder lag es an meinem Brett oder an den Rails, keine Ahnung, die haben sowas von geklebt. Ich konnte ums Verrecken nicht sliden, aber trotzdem alles richtig geil von den Höhen, von der Verarbeitung. Ich sage jetzt einfach mal Top-Qualität. Ich würde es auch nicht anders erwarten hier in Kalifornien. Die Bowl, ich muss noch was kurz zur Bowl sagen. Das ist jetzt ein richtiger, ich sag mal, Oldschool Swimmingpool, so wie man es aus den alten Videos kennt, so wo es ursprünglich das Skateboard vorhin auch entstanden ist. Also nichts für Anfänger. Das Ding zu fahren, es ist richtig krass von der Transition. Macht aber super viel Spaß, wenn man sich ein bisschen traut. Ich hätte die Knieschoner benehmen sollen oder so. Da hätte ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr getraut. Ich muss auch ehrlich sagen, wir sind jetzt hier gerade im Urlaub und ich möchte mich jetzt nicht verletzen. Deswegen machen wir alles ein bisschen gediegener. Aber die Bowl ist echt krass. Super krass zu fahren. Und es ist sehr cool, weil ich
denke, sowas gibt es nicht sehr häufig in Deutschland. Okay, was man auch noch sagen muss, hier direkt nebenan sind ganz viele Einkaufsmöglichkeiten. Man hat einen Target direkt nebenan, man hat auch eine Tankstelle. Und bei den Amis ist eh alles jeden Tag die Woche offen, auch bis spät in die Nacht. Also es ist echt top. Okay, was ich noch erwähnen muss, ist, hier an den Parks ist immer ziemlich viel, es gibt ziemlich viele Regeln. Man hat hier etliche Schilder, auf denen irgendwelche Warnhinweise stehen und unter anderem auch einen Helm tragen. Ich habe jetzt keinen getragen, weil ich am Park alleine war und ich nie einen Helm trage, wenn ich skate. Aber ich sehe jetzt, es sind einige Leute gekommen und die tragen alle schön Helm. Also weiß ich jetzt nicht. Ich war auch schon mal hier an dem Park nachmittags, wo ganz viele Kids keinen Helm getragen haben. Ich weiß nicht, ob man da Ärger bekommt, aber vielleicht sicherheitshalber einen Helm mitnehmen. Generell so von der Aufenthaltsqualität selber an dem Park. Es ist ein bisschen anders wie in Europa, die Skateparks hier zu skaten, finde ich. Man kann es jetzt schön finden oder nicht. Alles sehr ein bisschen geordneter. Zumindest in gewissen Communities. Man hat jetzt hier einen Park nebenan und ich glaube, das sind auch Leute, die dahinter stehen, dass diese Regeln eingehalten werden. Ja, aber ich finde es trotzdem schön zu skaten. Okay, wenn ich jetzt den Park bewerten würde auf einer Skala von 1 bis 10, ich glaube, der Park hat locker eine 9. Wenn ich jetzt die Skala hernehme, also ich persönlich muss sagen, ich finde die Parks in den USA schon noch eine ganze Schippe besser als die, wo ich bisher in Deutschland gefahren bin. Verglichen mit meinen anderen Park-Reviews ist es vielleicht ein bisschen krasser oder ein bisschen einfach eine andere Skala auf einer anderen Liga. Aber der Park ist echt ganz weit oben. Ich bin schon einige Parks in den USA gefahren und der gefällt mir richtig gut. Einfach weil alles da ist und so wie er aufgeteilt ist, gibt es auch nicht Probleme, dass irgendwelche Leute irgendwie in die Quere kommen. Einmal muss ich noch erwähnen, hier die Watsonville, es leben sehr viele spanisch sprechende Menschen, Hispanics. Und also sehr viele Leute werden hier auch einfach Spanisch sprechen, können natürlich auch Englisch. Sehr gut mexikanisches Essen. Sehr gutes mexikanisches Essen. Generell, wenn man jetzt hier mit Urlaubsabsichten hier ist, wenn ihr zum Beispiel nach Santa Cruz fahrt, es ist super schnell hier auf der Highway. Man ist in 20 Minuten ist man hier am Skatepark. Skateparks in Santa Cruz sind auch ein bisschen überfüllt. Also finde ich, ist es eine super Alternative hier in Watsonville, wenn ihr in der Gegend seid. Okay, soviel zu Ramsey Skatepark in Watsonville. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es werden noch mehr Park-Reviews aus den USA folgen. Also, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Klickt auf Abonnieren, auf Subscriben, damit ihr auch informiert werdet, wenn das nächste Video rauskommt. Dudes, danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Bye.